Hallo alle Mann, hier ist der H to the Fox, H Fox, und wir spielen heute wieder StarCraft 2 Heart of the Swarm. Heute haben wir hier den Bersi und den Cracky, die gegeneinander auf einer von Bersi selbst erstellten Map sich, keine Ahnung, die Scheiße um den Hals hauen. Ich höre jetzt mal auf, hier irgendwelche Caster zu simulieren, imitieren? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wir sehen hier unten rechts den Bersi und hier oben links den Cracky. Und Bersi ist mal ganz höflich. Wie gesagt, das ist eine von Bersi selbst erstellte Map. Und ich bitte zu entschuldigen, das ist seit Jahren das erste Replay quasi, was ich mir angucke. Oder Replay ist es ja nicht. Es ist ein live gecastetes Spiel. WBF. So, Cracky spielt. Cracky spielt Zerg. Ganz normal. Wir könnten mal. Wow, ich habe sogar das Production Tab auf Anhieb gefunden. Schon verloren. So, der Bersi spielt Terraner. Bersi schickt 2 WBFs. Er baut normales Depot, normales Timing. Bersi hat anscheinend ein bisschen die Base gescoutet. Anscheinend hat er sich einfach verklickt. So, Cracky hat hier, sieht man, den Drohnentrick gemacht. Drohne bauen, damit man wieder runter ist. Dann kann man extra Drohne brauchen, bricht man den Assimilator wieder ab, die Drohne ist wieder da, ist man bei 11 von 10. So, sein Oberlord ist wieder, sein Oberlord ist gespawnt. Denn, kann er wieder weiter Drohnen bauen. Bersi, normal, die Rex, alles Standard hier. Kein Rush, kein Sixpool, kein gar nichts. Langweiliges Early Game. So, Bersi holt sich das Gas. Das heißt, er will relativ früh tacken. Man weiß, ich weiß es jetzt noch nicht, will auf Helions gehen. Frühes Stimpack, frühe Medivacs, werden wir sehen. So, Cracky hat seine Echse runtergeworfen. Relativ früh. Anscheinend eine 14er Echse und dann ein 13er Pool. Normalerweise geht man eher Richtung 15 Echse, 14 Pool. Aber Cracky ist halt so pro, dass er es eher hinkriegt. Und üblich für Cracky Drohnen. Aber ja, bis jetzt kann er ja eh noch nichts anderes bauen. So, Bersi baut jetzt hier sein zweites Depot. Wall-In ist komplett. Kann also kein Circling Rush mehr hochkommen. Gucken wir uns mal hier an. Die Base hat sehr viel Platz, muss ich sagen. Hier hinten der Rauch. Hier könnte man schön reindroppen, ohne dass man es merkt. Man sollte am besten wahrscheinlich hier entweder ein Depot, Plon oder halt einen Overlord hinstellen. Je nachdem, welche Rasse man spielt. Crackys Overlord ist fast da. Der wird gleich scouten, dass Bersi keine Echse hat. Was noch nicht unbedingt heißt, dass er One-Base-Play geht. So, er hat, er will anscheinend für frühe Upgrades gehen, denn er hat jetzt schon einen Maschinendock. Sehr interessant. So, gucken wir uns nochmal weiter die Map an. Hier ist die erste Echse. Relativ normal. Ach, er hat einen Reaper gebaut. Puls. Ja, Cracky hat Puls. Cracky weiß nämlich ganz genau, dass ich das hier caste. So, er macht schon mal einen Stachelkrabbler. Sehr intelligent. Er spielt defensiv. Und der Reaper kann zwar nicht viel Schaden machen, kann aber dafür schön scouten. Immer hin und her springen. In Wings of Liberty haben die Reaper noch mehr Schaden gemacht mit ihren kleinen Granaten oder was auch immer sie werfen. Jetzt machen sie quasi nicht wirklich Schaden. Und durch diesen Stachelkrabbler, der auch hier relativ gut positioniert ist. Ach, er kriegt doch noch fast eine Drohne. Kann er auch nicht so einfach scouten. So, gucken wir nochmal. Cracky geht auf Zergling Speed. Auch nicht sonderlich früh. Er hat hier auch schön sein Gas gebaut. 100 oder jetzt 104 Gas abgebaut und dann wieder die Drohne abgezogen. Nur für Zergling Speed. Und sobald er Zergling Speed hat, ist dieser Reaper auch relativ, ja, überflüssig. So, gucken wir nochmal, was macht der Bersi denn? Er hat seine Fabrik gebaut und hovert relativ viele Mineralien. Meiner Meinung nach sollte er jetzt, weil, ja, er kennt ja auch Cracky. Cracky spielt sehr gerne Makro-Spiele, das heißt viele, viele Drohnen, wenig Einheiten. Deshalb hätte er zu diesem Zeitpunkt am besten, ja, vielleicht 2 Rex. Ach, er hat schon seine Echse. Hätte er die vielleicht schon noch früher bauen können. Schön ist es, dass er hier oben baut, weil er hat ja gesehen, haufenweise, ich sag mal, nicht so viele Zerglinge, aber genug,
um halt schon früh hier, wenn man auf den Low Ground quasi direkt hier seine Echse baut, dass da die Zerglinge quasi es kaputt hauen, man muss es abbrechen und wieder neu anfangen. Das war jetzt schön, dass er es hier baut. So, ja, ich wollte gerade sagen, er hat das Ding relativ früh gebaut, das Maschinendock, und noch keine Upgrades gemacht. Jetzt startet er erst das Upgrade. So, Cracky geht auf einen Haufen Zerglinge jetzt im Moment. So, sein Speed ist fertig. Er macht einen Haufen Zerglinge. Das gefällt mir eigentlich relativ gut, denn jetzt könnte er schon mal hingehen und Stress machen. Oh, hier sind schon die ersten Zerglinge an Gun und es sind überhaupt keine Einheit da. Bersi, Bersi, Bersi. So, jetzt kommen erst die ersten Marines. Also anscheinend hat er wirklich den Reaper gebaut und danach gar keine Einheiten mehr. Jetzt wurde das eine Depot hier zerstört und es ist auch schön, dass Cracky nicht zu viel riskiert, zu viel drauf geht. Die WBS müssen wieder an die Arbeit, Bersi. Dass er seine ganzen Dinge verliert, sondern sie schön zurückzieht. Er hat sie hier vorne vor der Base und könnte hin und wieder mal... Einen hat er hier sogar. Schön zum Blockieren, dass die Echse nicht raus kann. So, Echse macht das schön zur Kommandozentrale für die Mules. Bersi müsste aber jetzt wirklich sehen, dass er Einheiten pumpt. So, ein Marauder und ja, das 1er Angriffs-Upgrade ist fast fertig. Jetzt baut er die Reaktoren dran. Hat er schon, was er forscht. Er braucht unbedingt Kampfschilde und Stimpack. Er baut jetzt die Medivacs, oder das erste Medivac ist draußen und ja. Tür zu. Und die ersten Einheiten dahin, wenn er überhaupt noch eine Chance haben will. Das Medivac jetzt zurückziehen. Was Bersi jetzt machen könnte, Medivac zurück. Die ersten Einheiten, die er hier hat, sobald er ein volles Medivac hat, hinfliegen, rüberfliegen und hier nerven. Weil man sieht hier, er hat hier zwar zwei Stachelkrabbler. Aber hier ist auch nicht wirklich was. Was macht der Baneling-Nest? Ah, er will einen Baneling-Bast machen. Aber wie gesagt, Bersi hängt jetzt in seiner Basis fest. Er hat nicht viel Einheiten. Er weiß, hier sind ein ganzer Haufen Zerglinge. Seine größte Chance wäre wirklich hier Medivac voll. Auch wenn es nicht voll ist. Die vier Marines rein, hinfliegen. Nur, dass sie hier rumnerven, dass Cracky, in der Hoffnung, dass Cracky wirklich seine Zerglinge und ganze Armee zurückzieht. Weil jetzt... ist nämlich dünn. Ja. Er nervt ein bisschen. Baneling aus Depot. Die Tür ist offen und ja, jetzt ist die Sache gelaufen. Jetzt kommen die ersten. Oh, Angriff. Ha. Kann er schaffen. Mit den Kampfhellions, mit den Hellbats. Cracky sehr intelligent, sieht die Hellbats. Die werden natürlich. Die rösten natürlich die Zerglinge so weg. Er zieht die Zerglinge weg auf die Arbeiter. Und jetzt hat Bersi derbste Probleme. Cracky hat jetzt seine Echse schon gebaut. Sehr schön gemacht, weil er ist halt der Aggressor. Er hat... So, Bersi konnte es nochmal abwehren. Cracky hat halt schön genervt, schön Schaden gemacht jetzt. Und halt auf dem Rücken quasi von dem Schaden, den er gemacht hat, hat er jetzt seine Echse gebaut. So, Cracky mit seinen nächsten Schwallzerglinge. Jetzt müssen wir mal sehen. Das sieht schlecht aus. Raus, entladen. Nein, Bersi, entladen. Mit den ganzen Zerglingen hier in der Basis kannst du. Du kannst sie nicht mit WBS abwehren. Und schnell genug Einheiten pumpen kann er auch nicht. Er versucht zwar mit dem Drop, aber ja, das kommt ein bisschen zu spät. So, die WBS gehen rüber. Er wirft hier die Mules hin, aber ja, für Bersi ist die Sache relativ gelaufen. Oh, hier schon Spornkrabbler. Muss aufpassen mit Entladen. So, Cracky, ja, zu diesem Zeitpunkt, Cracky weiß, er hat hier zwei Stachelkrabbler. Das sind nicht viele Einheiten, das kann er aufhalten mit seinen Queens. Seine Zerglinge können hier schön rumärgern. Und da sehen wir schon, das GG von Bersi und Cracky hat gewonnen. Und jetzt werde ich hoffentlich von den beiden in den anderen TeamSpeak-Server-Raum geworfen. Und wir können sie mal kurz interviewen. Denn sie wollen ein Best of Three machen. Wir gehen mal in die Punkteübersicht. You were moved.
Und da wurde ich gemoved. So, ja, Mann. Meine Herren, Analyse. Merkel, scouten gehen. Mehr Marines pumpen. Echsen. Nicht erst eine 15-Minuten-Marke. Dein großes Problem, ich sagte mal, der erste Fehler war das Maschinendock. Das hast du ganz früh gebaut, nach der ersten Barracks und quasi gar kein Upgrade erstmal gepumpt. Ja. Und das Problem war auch, du hast vergessen, dann quasi die zweite, dritte, vierte Rex halt mitzumachen und dann ein paar Einheiten zu pumpen. Weil als dann der Cracky plötzlich mit den Zärtlingen vor der Basis standen, waren da irgendwie gar keine Marines zum Aufhalten. Eben, das ist es. Ja, ich bin halt nicht der beste Spieler, wa? Warum hat man immer so viel Puls beim One-on-One? Schlimm. Schlimm, schlimm. Dann gehen wir am besten ins zweite. Ja. Ja, besser Maschine. Meinst du, sag zu. Ich versuch's. Hinnerk, gib alles. Wir nehmen uns an. Wir geben alles. Yo. Mein Leben. Moved. Und da sind wir wieder weg. Das war's fürs erste Spiel und im nächsten Video geht's dann mit dem zweiten Spiel weiter. Ich schneide diese ganze Wartezeit zwischendrin raus. Also bis gleich.